Hallo Leute, hier ist wieder McQuiston 2051. Maruna im See. Und Mavia. Und wir spielen wieder eine verrückte Runde Stadtlandfluss online. Heute endlich zu dritt und yay, mit neuen verrückten Kategorien, die uns Mavia ausgesucht hat. Und hat ich würde sagen, gedauert wir diesmal. Mal los. Ja, los. Denk dran, Quatsch und Spaß stehen vor der Grund. Ja. 5 Runden, Timer steht auf 150 Sekunden. Ist ein bisschen. Oh je, fängt wieder an. Ja, das ist gut. Achso, der Buchstabe ist was anderes. Das ist einfach. Oh je. Mir fällt gerade gar nichts ein. Das schreibt sich mit K. Das ist wieder dasselbe wie immer. Oh Mann. Scheiße. Also die Kategorien kann man hier selber aussuchen. Das hat Mavia gemacht. So ein Scheiß. Ah, doch. 2 Orte mit C. Das ist einfach. Ups, vertippt. Scheiße, ich stinke nach. Machst du schon? Ah ja, okay. Also. Bist du schon fertig? Ich hab nicht mehr fehlen noch 2. Okay. Mir fehlen auch nur noch 2. Gerade hier. Verdammte Scheiße, das ist schwer. Oh, mir fallen immer nur Sachen mit K ein. Das ist ja, das ist leicht. Ach, warte mal, das ist ja gar nicht so schwer. Fertig. Gut, 1 noch. Oh je, wie kann man so schnell sein? Ach! Jetzt habe ich das richtig gelesen. Orte, eine Leiche zu verstecken. Ich habe gelesen. Ein Ort, an dem sich leicht zu verstecken. Ach du Scheiße. Eine Leiche zu verstecken. Und denken dran, wie war das alles nur einmal? Wie alles nur einmal? Was soll denn das? Ja, natürlich. Also, du darfst doch langweilen. Du darfst nicht den gleichen Foltermethode wie Ort oder sonst was haben. Ach, also nicht zweimal die gleiche Antwort geben. Mir fehlen noch 4 Sachen, das kann aber nicht wahr sein. Ach so, shit. Hat man das so? Ich hoffe mal. Ich hab. Nein, geht so langsam, so eine Scheiße. Unnötige Superkram. Copy-Pasten. Mann. Champagner zu Wasser verwandeln. Ja, ist okay. Doch geil, oder? Ja, klar. Ist cool. Chantal. Kevin, Klaus, Chantal und Chantal. Chantal ist ein Frauenname, das ist euch schon klar. Ja, und? Ist egal. Chantal ist auch Assi, so wie Kevin. Pause, Fernsehen an und sonst was, da ist es immer. Chantal! Genau. Wir reden hier von Kevin. Das ist Synonym dafür, halt nur fürs andere Geschlecht. Was bitte ist ein Curryhuhn für eine Foltermethode? Wenn du es nicht magst. Das mag ich auch nicht. Ach also Mensch. Foltermethode, bitte. Tschernobyl, das ist auch gut. Ich fand den Castor-Transporter besser für den Atommüll. Ich dachte, da wo ihr schon Atomexplosion war, kannst du auch lagern. Das fällt dann gar nicht mehr auf. Aber das schreibt man anders. Nee, was Castor denn, schreibt sich mit C. Tschernobyl schreibt sich mit T. Ja, eben. Ja. Was, das schreibt sich mit? T. TCHERBOYL. Okay, das lag dann an meiner Unkenntnis, das richtig zu schreiben. Scheiße. Was ist denn Chateau? Das ist französisch für Schloss, aber schreibt sich auch anders. Nein, wenn nicht, dann ist es eine Stadt in Frankreich mit 508 Hektar. Oh, unfassbar. Hat er doch Glück gehabt. Das google ich trotzdem später. Kriegst die Punkte. Ich glaube, das schreibt sich mit E-A-U-X Chateau, sowas in der Richtung. So, Weg ein Deck zu reden. Was ist Champagner? Schreibt man das? Champagner. Ach, verdammt. Ich hab's falsch gemacht. Sollte Champagner schreiben, verdammt. Carrot Cake verbrennen lassen. Okay, wenn du im Date einen Karottenkuchen servierst. Ja, und dann auch noch anbrennen, ist total kacke. Ja, McQuiston war voll noch in Sky Factory.
Karottenkuchen. Jetzt habe ich schon wieder so eine dämliche. Oh, leck mich. Meldung vom. Wie heißt das Ding? Kaspersky, egal. Minecraft-Block-Item. Kobalterz, Crusher, Charcoal. Ja, okay, das war zu einfach für jeden von uns. Also wir erweitern natürlich Minecraft auf FTB, ne? Ja, natürlich. Ach so, logisch. Ich stinke nach Chemie, Chlor und Chanel. Na toll. Gibt es am Ende eine Punkteliste? Ja, gibt Zusammenfassung. Mhm. Okay. Nach allen Runden. Wenn alle Runden beim Test eben nicht gekommen. Na, unnötig. Keine Ahnung. Meine Güte, was mir für ein Misstrauen einfällt. Solange mit Erbe gilt, ist doch ein So. Warte, eine Leiche zu verstehen. Ja, genau, da kann man super Leichen verstecken. Mein Scheiß halt. Mir fällt kein Minecraft-Block ein. Ich hätte einen, aber ich, über den bin ich jetzt ganz glücklich. Ich hab einen. Ach, wir hätten doch eben bei C Cobblestone nehmen können. Oh Leute. Das ist doch so einfach. Ich dachte, ihr habt das alle. Ich hab was. Schade, ich würde jetzt auf Stopp drücken. Echt? Bist du fertig? Ja. Boah, ich hätte dir den Tipp vorher nicht geben sollen. Tja, der war echt gut. Der war super. Ich merke, das ist jetzt mein Nachteil. Ein anderes Wort für Kevin. Ach, keine Ahnung, theoretisch kannst du jeden Namen dazu abdeklarieren. Wenn wir einen Zuschauer haben, der so heißt, wird er halt stinkig. Naja, es ist bloß ein anderes Wort. Es muss ja kein Name sein. Rudolph the Red Nose Reindeer. Na, aber das ist aber ein toller Name. Also was Gutes. Ja, ich weiß. Dann erweitern wir das andere noch. Okay, ich hab's. Ich auch. Mal gespannt, was rauskommt. Eine Tipp-TV wahnsinnig. Ah, das hat nicht mehr gepasst, schade. Regenwasser in Abwasser verwandeln. Das finde ich unnötiger als Regen machen. Regen machen. Ja, das klingt eigentlich schon sehr sinnvoll. Warum? Ich bin dagegen, gegen Regen machen. Wäre doch eigentlich super. Warum gibt es Schamanen? Das ist eine super. Das ist keine unnötige Superkraft, das wäre eine sinnvolle. Ich hatte am Anfang irgendwie was ganz anderes, wo ich dachte, eigentlich ist das sinnvoll. Okay, dann beuge ich mich euch. Radio hören, ja, ohne Radio halt, ja, okay. Ja, also wird das wirklich sinnlos. Randall. Rabauke. Randy. Ja. Ich wollte okay, mich würde ich sagen. Ah, schade, da hat der Maybe es nicht geschafft, fertig zu schreiben, oder? Ja, weil es lang ist. Das ist eine legitime. Ja, ja, Ratte auf, unter dem Metalleimer mit Kohle drauf. Grüner Kohle, ja. Regenmacher. Was ist denn das schon wieder für ein Wort? Das ist Foltermethode. Das hat mit Folter nichts zu tun, Junge. Warum nicht? Es geht hier auch um was Lustiges. Du solltest ja eben, das ist lustig. Um fertig zu sein. Kannst du jemanden damit foltern, indem du Regen machen kannst? Ah ja, wenn das. Ich habe letztens eine Serie geguckt, da hat es die ganze Zeit auf den Kopf getropft. Ja, das ist chinesische Wasserfolter. Das hat aber mit Regen nichts zu tun. Das hätten wir bei C machen können. Chinesische Wasserfolter. Ja, stimmt. Jetzt sind wir schlauer und bei dem anderen Wurst. Wohin sagst du deinen Atommüll? Rasieren der Kopfbau. Burg und Reaktor. Hab schon Rillchen entsorgt. Na, wo das Trinkwasser herkommt.
Ich entsorge ihn im Reaktor, weil da ist schon genug Strahlung vorhanden. Ja, da kommt aber her. Aber, ja gut, das ist wie eben, das ist legitim, es ist halt langweilig. Aber... Ja. Wir haben zweimal in der Regentonne versteckt. High five! Batsch! Okay. Im Raumschiff. Ja, da guckt so schnell keiner nach. Naja. Kann zumindest dauern. Und mega Deck zu mir. Rate mal, wie viele Ex-Freundinnen ich habe. Sätze, die man beim ersten Date nicht sagen sollte. Ja. Achso, ja, okay. Oh. Richtig laut und stinken furzen. Oh, ja. Kann mir das auch als Vorabkiller vorstellen. Ah, der Repeater. Ah, stimmt. Der war zu einfach. Ja, das ist dieser Cobblestone-Level. Warum, dann mache ich auch eine Deutsch-Englisch-Mischung aus dem Reactor-Casing. Das wird, glaube ich, dann mit C geschrieben, aber das lass nochmal durchgehen. Ja. Weißt du, ich habe eine Englisch-Schwäche. Oh. Der Rain-Sensor ist auch nicht besser. Repeater. Ja? Das so ist Rain-Sensor, natürlich. Okay. Wir stinken nach Rosenwasser und Rasierwasser. Oder nach nichts. Wobei ich mir überlegt habe, ob Rosenwasser überhaupt einen Geruch hat. Aber ja, ich glaube schon. Sollte, also ich persönlich kann Rosen eigentlich auch nicht wirklich riechen. Ich weiß nicht, warum Leute da immer so einen Aufriss machen. Ich rieche da so gut wie nichts. Also die Blume an sich riecht schon. Das finde ich schon. Manche ja, manche nein. Kommt drauf an. Kommt echt drauf an, wie gut die sind. Ich habe auch schon mal Mädels Rosen gekauft, die haben für mich nach nichts gerochen. Ja, ich habe mal so getrocknete Rosen irgendwas mal dran gerochen. Die hätten eigentlich super stark riechen sollen, aber ich habe da so gut wie nichts gerochen. Deswegen finde ich das immer ein bisschen... Ja, nicht so wie Newcastle mit der Buttersäure. Ja. Das ist doof, unnötige Superkraft. Die habe ich gerade. Schreibe ich ja mal mit einem. So. So, da interessiere ich mich jetzt auch mal nicht für das Geschlecht. Foltermethoden. Boah, ganz schön schwer heute. Doof, aber was soll's? Ja, dann hier. So, dann mache ich mir etwas einfach. Verdammt. Jetzt könnte ich ja wieder das gleiche schreiben wie vorne dran. Meine Güte. Ich habe immer diese Doppelkategorien. Ich könnte die Leiche auch dort verstecken, wo ich den Atommüll entsorge. Das ist echt gemein und mit nicht doppelt. Musste doppelt so kreativ sein. Nee. Ah. oh Gott. Ja, aber. Nee. Oh. Ja, heißt das so? Ich weiß es gerade nicht. Oh, ist viel, viel leichter. Viel leichter. Na, was stinke ich denn? Rauch. So, fertig. Was? Ja. Oh Mann. Das war irgendwie einfacher als die vorherigen. Ich muss noch überlegen, wo ich die Leiche verstecken soll. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt war Zeit. Oh, Superkraft. Was ist eine Superkraft? Das ist so ein Begriff. Ja, das muss ja nicht ein Wort sein, das können ja auch mehrere konsekutive Sachen sein. Ich hab keine Ahnung. Das ist nichts Neues. So, ist mir jetzt egal. Und vorbei. Ach Gottchen. Windeln mit einem Schnipser füllen können. Achso, ja, okay. Weich kochen. Ah, McQuisto, da habe ich einen Einspruch. Warum? Wasser teilen. Ja, so wie Moses, der hat den Fluss geteilt. Ja, war doch gut für die Juden. Das Meer geteilt, nicht das Fluss.
Also ich fand das gut. Je nach Situation kann es nützlich sein. Ja. Dann war ich kochen, mir ist nichts anderes eingefallen. Also, naja. Frag dich was? Eierweich kochen könnte für viele Leute durchaus eine nützliche Superkraft sein. Vor allem aus dem Zusammenhang gerissen in irgendwas. Ja, eben. Mir ist nichts anderes mit W eingefallen. Was ist denn bitte Vandale? Ein Vandale, kennst du nicht? Jemand, so wie ein Rabauke. Der schreibt sich aber mit V. Wir sind deutsch. Schreibt sich trotzdem mit V, die Vandalen. Das war ein alter Volksstamm, die Römer bekämpft haben. Das gucken wir mit nach. W. Fragen wir Google, was Vandale ist. Vandale. Schreibt sie mit W. Ja. Alternative Schreibweise mit V. Verdammt. Er hat recht. Das hat er sich gerade ausgedacht. Hat Glück, dass Google es bestätigt. Ach, du kannst dahinter immer auf das Ding klicken, dann geht's direkt zu Google. Gut zu wissen. Ich hab's selber gegoogelt. Ja, klar. Wasserfolter aus China. Ah, oh, hat man doch gerade. Es hat keiner chinesische Wasserfolter geschrieben. Nee, aber Wasserfolter aus China. Ja. Mit dem Wattebausch bewerfen, bis jemand blutet. Ja, hier, der Schuh des Manitou. Wasserfolter aus China. Ja, okay. Woher sagst du denn auch in Wasgau? Aber die Einkaufskette als Weltmeer. Warum? Da ist es wenigstens hier contained. Bei mir auch, im Wassertank. Bis wir den ins Weltmeer kippen. Eine Leiche im Weltfriedhof fürs Scharren, ja toll. Aber im Wasserfall. Ja, unterm Wasserfall, ja. Finde ich auch im Wald eigentlich immer noch besser. Ja, Wald ist echt gut. Ich bin nicht drauf gekommen, ob sowas einfach ist. Ich auch nicht. Ich habe auch gedacht, im Wassertank ist die Leiche auch toll. Was mache ich denn in den Wassertank? Weg ein Date zu reden. Wingman attraktiver finden als das Date. Finde ich ganz eindeutig. Weglaufen. Geht auch. Ja. Auch fein, weil die super versalzen ist. Dann nimmst du ganz einfach dein Zuckerpäckchen aus dem Rucksack und... Das muss man noch nachsüßen. Ja. Das Dessert ist nicht süß genug. Okay. Minecraft Block Item Wood, Witch Essence, Water Bucket. Ah, ja. Lässt sich nicht viel zu sagen. Passt. Ich stinke nach Wildschwein, Weinbrand, Weihwasser. Weihwasser könnten wir jetzt in Anführungszeichen setzen, aber. Ja, dachte ich. Lassen wir mal gelten. Das stinkt höchstens nach Pop. Ja. Okay. Vorletzte Runde? Oder letzte? Jupp. Vorletzte. Oh, ich habe wieder überall das gleiche steht von der Frage. Danke für die Hilfe. Nein, das willst du jetzt nicht wirklich machen. Dann muss ich was anderes nehmen. Ah. Ja. Och Mann. Boah, das ist böse. Keine Ahnung. Es hat gerade so gut angefangen, aber jetzt hat es auch wieder nachgelassen. Eieiei. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ich weiß nicht, wie man das schreibt. Oh Gott. Gut, oh Gott. Das sollte das Einfachste sein, ich komme nicht drauf. Okay.
komme auf keinen Minecraft-Block. Ich gerade auch nicht. Aber mir fehlen auch noch drei. Mann! Sorry, ach, war zu laut. Eine. Nichts ein, nur lauter Blödsinn. Mir fehlt doch eine unnötige Superkraft. Der Minecraft-Block mit V, komm Leute. Habe ich schon eine. Das ist bestimmt so einfach. Pack. Gucken, ob wir das gelten lassen. Naja. Ich hab keine Ahnung. Ah. Viel Weiberei als Superkraft. Ja. Pfeil Weiberei. Ja, vertippt. Die zählt nicht. Ja, ich hab's mir nicht mehr gemerkt. Ich hab gelesen, was es heißt. Verdammt. Versetzen von Minecraft-Blöcken. Oh Gott. Ja, hab ich diesmal einen Punkt da wenigstens. Das ist eine nützliche Superkraft. Ja, genau. Ja, genau. Wenn du gemerkt hast, dass das Haus um eins weiter rechts steht, als es sollte, einfach wupp, versetzen. Dann nimm mal Bilder. Haben Leute ganze Mods zugeschrieben, damit das funktioniert. Und du findest das unnötig. Mein anderes Mann. Wort für Kevin. Valentin, Vanessa und wo kommt der Vandale nur her? Ja. Hab ich mir gedacht, hab ich auch. Foltermethoden. Vollstopfen, vergasen, vierteilen. Habt ihr wieder nett drauf heute. Ja, wobei zwei davon eigentlich Tötungsmethoden sind, aber. Ja. Wo entsorgst du deinen Atommüll? Villingen-Schwellingen, schreiben wir Villingen-Schwellingen. Villingen-Schwellingen, ja, natürlich. Mit N, nicht mit L. Hinten. Wie, was? Villingen-Schwellingen, mit N, nicht L. Ich könnte schwören, es wäre L, aber gut. Ungefähr unter mir. Also so ein bisschen. Schwenningen, Tatsache. Schwenningen mit N, nicht mal mit N. Oh. Tötet, leider falsch. Ich hätte nur Willingen schreiben können. In Versailles. Ab zu den Franzosen. Klar. Wie kriegst du dein Atommüll bitte in den Staubsauger? Ja, brauchst halt mehrere, ja und? Das sind Industriestaubsauger. Die sind gut. Eigentlich zumindest. Okay. Orte eine Leiche zu verstecken. Vor Ort, was ist ein Wallon? Wallon, ich glaube in der Schweiz. Glaubst du? Ein Verteilerkasten. Nach dem Vierteilen vielleicht. Wallon.de. Gibt's wirklich? Ja, aber die stellen. Das ist eine Firma. Die heißt Wallon. Es gibt ein Vallon en Sully nördlich von Montluçon. Vallon Pont d'Arc. Verdammt. Warum braucht das jetzt so lange, die komische Suche? Ich hab nie auf das Suchding geklickt, ich such selber. Ja, wollte ich auch mal, ging nicht. Guck einfach bei Wikipedia und gib Vallon ein. Vakuum Chest. Okay, ich hab schon ein bisschen geteased. Nein! Weg ein Date zu ruinieren. Papa hätten wir aufnehmen können. Ja, klar. Oh. Völlerei im Restaurant. Versaute Kommentare. Ist ein Weg, könnte aber auch helfen. Vasektomie machen lassen und damit prahlen. Okay. Ja, ey, guck mal, ich kann keine Kinder kriegen. Das heißt, ich kann hier durch die Gegend pöbeln, wenn ich will. Ich glaube, das kommt nicht so gut an. Naja. Kommt drauf an, wenn die Frau keine Kinder will. Ja. Dann könnte ja alles Mögliche zugezogen haben. Nach Viehstall, Fiedung und vergammeltem Fleisch. Hätte ich vielleicht. Oh, das wäre ein Minecraft-Item gewesen. Ja, der Vakuum, hoppa. Nein, vergammeltes Fleisch. Verdammt! Das wäre Zombie, aber das heißt nicht vergammelt. Das ist Zombie-Fleisch. Deutsch schon. Ihr auf Deutsch. Wer spielt denn auf Deutsch hier, ganz ehrlich? Ah, ja, okay. Jetzt haben wir, glaube ich, noch eine Runde. Das ist die letzte. Ja, genau. Oh, und dann das haben wir noch eine halbe Stunde. Wir sind Stunde sehr lange in der Zeit, weil wir zu viel diskutieren. Oh. Set. Ach du Scheiße.
fällt mal wieder so Quatsch ein. Und ich vertippe mich die ganze Zeit. Foltermethoden. Ich hab's halt mit denen einfach. Nimm mal einfach so. Du bist schon fertig? Nein. So viele Orte mit Z, das ist unfassbar. Die fallen mir alle ein. Echt? Dann ja. Einen anderen wie ich, bitte. Okay. Jetzt änderst du den und dann ist doch trotzdem die gleiche. Gummibärchen für alle! Oh, eine Leiche verstecken mit Z. Mal gucken, ob sich das auch tatsächlich so schreibt, sonst... Ja, das wäre peinlich geworden. Da kann man die Wunder ver... Ja, passt. Ein Date zu regeln. Das wird wieder sehr frauenfreundlich. Minecraft-Blog mit Z. Was ist das für ein Buchstabe? Was soll denn das? Ich habe nur 40 Sekunden und Miete drin. Komm auf keinen Minecraft-Blog mit Z. Scheiße. Ach ja, da fällt mir eins ein. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch drauf haben, aber wir hatten das mal. Ja, auf jeden Fall in einem Pack drin. Hatten wir mal. Keine Ahnung. Fehlt mir noch was? Nee, ich bin fertig. Ich bin zwar nicht mit allem. Ich weiß nicht, ob das ein Minecraft-Block war oder mir fehlen noch drei Sachen. Ich bin nicht mit allem zufrieden, aber ich hab was. Unnötige Superkraft, zwei Brücken verschwinden lassen. Warum? Das kann auch gut sein, wenn da lauter Zombies sind. Ich kann sagen, das ist nicht unnötig. wenn wir alle Nazis nach zwei Brücken schicken, dann wäre es nötig, aber ich bezweifle, dass wir das hinkriegen. Also es ist unnötig bis dahin. Könnte man einfach machen. Mit zusammen, S. Wie ist denn zusammen Händchen halten eine unnötige Superkraft? Das musst du mir jetzt erklären. Das kannst du auch ohne die Superkraft. Ja, das stimmt. Total unnötig. Naja. Ein anderes Wort für Kevin. Zwiebelkopf, Zottelbär und Z. Ja, ich hab eigentlich nicht, ich kann nicht weiter. Zottelbär. Naja. Zehen quetschen, Zähne ziehen, zerschneiden und rausreißen von Fingernägeln. Naja, das sind schon alles. Ah, oh, Mephisto. Ja, dann wollten wir wohl unseren Atommüll nach Zürich bringen. Ich habe mir Mühe gegeben und was anderes geschrieben als Varuna, wie ich es versprochen habe. Und was machst du? Wenn wir oben bleiben mit der. Das wird jetzt auch geguckt. Wenn wir mit den Superkräften nochmal. Nach Stuttgart. Beschäftigen und dann in einen Atommüll nehmen, dann hätte es aber den Ort der Leiche zur Atommüll machen müssen. Zwickau sind die Ossis. Die sind doch alle so rechts. Also nicht alle, sorry. Also ich möchte jetzt nicht verurteilen, aber... Wo verstecke ich denn eine Leiche in der Zugbrücke? In der Zugbrücke einfach. Das ist mitten über dem Fluss, da kommt keiner hin. Also meine Leiche ist am besten versteckt. Ja, das stimmt, weil die ist danach weg. Ja, die findet da keiner, weil sich keiner reinwagt. Genau. Vielleicht liegt sie auch gar nicht mehr da. Das kann sein. Da kommt sie aber wieder zu dir zurück. Das ist unschön. Ja, ein Weg der Entführung. Zusätzliche Kuchen zum Dessert bestellen und immer wieder. Warum hast du das nicht geschrieben, Mikis, ne? Keine Ahnung. Ich habe an ihn gedacht, deswegen. Zahlen mit dem Datingpartner überlassen. Das war gut. Ein Datingpartner zusammenschlagen ist natürlich auch. Ja, ist ein bisschen fies, aber das ruiniert das Date ziemlich sicher. Wenn nicht nur das Date. Was zur Hölle ist bitteschön ein Synthesizer? Das habe ich noch nie gehört. Das nehme ich dir jetzt so ohne weiteres erstmal nicht ab. Dann war es vielleicht kein Minecraft-Block. Das könnte blöd sein.
Das hat mit Minecraft mit Sicherheit nichts zu tun, der Setter Sizer. Doch. Schick mir einen Link. Zitterpotenzial analysiere, das gibt's, aber ich weiß nicht, ob es ein Minecraft ist. Nee. Es gab das Zero Point Module, die Referenz auf Stargate Atlantis, aber das war, glaube ich, vom Cracktech, aber das hatten wir mal drin bei Minecraft. Da irgendwie okay, nee, ich find's grad 2 Billionen EU oder so waren da drin. Ja, das Game gibt's, ist aber, glaube ich, eher nicht für Minecraft. Schade! Gut, dann ich stinke nach Zwiebeln. Da würde ich ja auch lieber nach Zucchini stinken als nach Zwiebeln. Das ist nicht so müffelt. Opulent, aber okay. Aber drei Zwiebel und Zwiebel nicht zusammen? Ja, nee, nicht zweimal das gleiche darfst du schreiben. Also ich würde nicht zweimal. Keine Ahnung, ich darf nicht den Atommüll dort entsorgen, wo ich die Leiche verstecke. Das ist zweimal das gleiche Wort. Klar, ich meine, ihr habt ja auch unterschiedlich geschrieben. Gut, dann schauen wir mal, was rausgekommen ist heute. Ja. Etwas chaotischer mit drei Leuten, wie mit zwei, als mit zwei. Schon wieder? Juhu! 10 Punkte mehr als ich, glaub's fakt. Yes! Ich habe irgendwie voll abgekackt. War auch deine erste Runde. Genau. Ja, und da ist keine Zukunft, ja. Ja, und dann kann man sich hier noch einmal alles kurz angucken, wer wann was geantwortet hat. Okay. Ja. Waren schon ein paar sehr geile Antworten dabei. In der Tat. Warte mal, wie viele Ex-Freundinnen ich hatte. Sehr geil. Curry-Huhn, ja. Ich hätte jetzt gerade Lust auf einen Curry-Huhn. Vielleicht kocht Varuna ja so toll, dass sein Curry-Huhn als Freund ergibt. Ja eben, deshalb, das habe ich gemeint. Ja. Dann kriegst du halt von uns beiden die 10 Punkte noch dazu, was soll's. Ja, dir gesteht dir 320 Punkte zu. Oh. Das macht jetzt den Bock auch nicht mehr fett. Deswegen kriegst du ja die 10 Punkte. Oh. Gut. Vielen Dank. Das war's bekloppt, müssen wir den Max nochmal machen. Auf jeden Fall. War ganz witzig. Aber ein bisschen weniger Runden, oder? Mit Zeitlimit. Ja, mit Abdrücken. Das war dann doch viel mit drei Leuten. Ja, wir sind jetzt bei 34 Minuten. Das ist okay, doch. 3:30. 3:30. Ja, ich hab auch 33. Okay. Na gut, dann wünsche ich euch noch alles Gute und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Jo. Absolut. Okay. Danke, Leute. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao.